In Wirklichkeit sind die bayerischen Traditionen nicht älter als 150 Jahre und das, was wir als typisch bayerisch betrachten, eine Erfindung. Fakt ist, dass es bis 1850 keine einheitliche Tracht, kein Liedgut, kein bayerisches Nationalbewusstsein gab. Bayern ist eine Retortengeburt, das muss man schlucken. Das ist König Max II. Von Bayern. Er hat in einer Art Kulturrevolution von oben den Bayern eine neue Identität verordnet. Er sah seine Monarchie durch die Revolution von 1848 und durch preußische Propaganda gefährdet. Kaum jemand trug zu dieser Zeit in Bayern Tracht, niemand die Lederhose. Am Institut für Bayerische Geschichte weiß man über das Ideologieprogramm Max II. Genau Bescheid. Eine seiner Möglichkeiten oder eine seiner Ideen, wie er diesen einerseits Sympathieverlust für die Dynastie Wittelsbach, andererseits Integrationsproblematik entgegenwirken wollte, war, und gerade eben gegen dieses deutsche Nationalbewusstsein, ein bayerisches Nationalbewusstsein zu befördern. Das ging über verschiedene Methoden, das ging über verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht muss man dazu sagen, dass er aber nicht ganz konsequent eigentlich bei diesen Dingen geblieben ist. Er hat nämlich dann, und das war eigentlich kontrabayerisches Nationalbewusstsein, durchaus die sogenannten Nordlichter, also Professoren, Wissenschaftler, Gelehrte aus dem Norden Deutschlands geholt. Max II. Hielt eine Krisensitzung nach der anderen ab. Ausgerechnet Berliner Forscher brüteten über ein gesamtbayerisches Nationalgefühl. Hier an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften rauchten die Köpfe bis tief in die Nacht. Dann war klar, die Wissenschaftler mussten zum Quellenstudium aufs Land. Ja, sie haben damit begonnen, auch sozusagen alte bayerische Lieder zu sammeln. Sie sind dazu aufs Land gegangen, dann erstmal das zu notieren. Sie haben die ersten Sprachstudien, wissenschaftliche Sprachstudien auch durchgeführt. Vorher gab es über die bayerische Mundart ja keine Wörterbücher in dem Sinne. Das wurde auch hier an einer Kommission bei der Akademie der Wissenschaften dann in ein wissenschaftliches Programm umgesetzt. Die ersten Brauchtumssammlungen, die Bavaria, war eine große Landesbeschreibung, die alle Aspekte von der Natur bis zu historischen Fragen umfasste. Jeder liebte seinerzeit den französischen Stil. Schwarze Gehröcke, elegant und modern. Die Bavaria sollte Trachten salonfähig machen. Nur mit Hilfe norddeutscher Gelehrter schaffte Max II. Ein Gegenkonzept zu allen revolutionären Zellen im Land. Den Regierungspräsidenten wurde sogar befohlen, die Bevölkerung zum Tragen von Trachten anzuhalten. Maximilian der Erste, Maximilian der Zweite. Es wurde dann auch sozusagen am Hof wohl gelegentlich legitim, dass man in bayerischen Trachten sich zeigte, und der Prozess ist eher so, dass solche Kleidungsideale dann vom gehobenen Bürgertum übernommen worden sind und damit auch sich etwas weiter getragen haben in breitere Bevölkerungskreise. Max II. Wollte dieses Trachtentragen, dieses bayerische Selbstbewusstsein befördern und gab also sogar Prämien dafür aus, dass die Leute bei Hochzeiten, bei Festlichkeiten, bei Kommunionen oder was alles dazugehörte, ihre alten Trachten wieder aus dem Schrank holten, die tatsächlich anzogen, aufpolierten, am Leben erhielten, womöglich nachschneiderten und all dieses. Das ist einer der Aspekte, die da gefördert wird. Die Bayernhymne ist ein ganz hervorragendes Beispiel, was Sie jetzt nennen. Das ist keineswegs ein irgendwie uraltes Lied, was die Bayern früher gesungen hätten, sondern das wurde auf Anregung zur Zeit Maximilians II. Getextet und erst dann als offizielle Hymne eingeführt. Vorher gab es dieses Lied überhaupt nicht. Wie aus dem Ei gepellt präsentiert sich Bayern Millionen von Touristen. Wer hätte gedacht, dass die bayerische Identität nichts anderes ist als Berchtesgaden, Eldorado der bayerischen Lederhose.
dass das gute Stück überhaupt noch getragen wird, ist Märchenkönig Ludwig II. Und einem Lehrer zu verdanken, der trotz Hohn und Spott seiner bayerischen Mitbürger die Lederhose trug. Ja, schon ein bisschen anders, wenn ich schon gewinnt, einschätze ich, wenn man die, ja, das kann man schlecht sagen, wie das früher war, weil da hast du keine Anhaltspunkte, wie das dann war, ob die mehr verziert haben oder weniger, das kann man schlecht erklären, oder ist nicht schriftlich so, damit man da genau weiß, wie das ausgeschaut hätte. Säckler ist ein anerkannter Handwerksberuf. Die Lehrzeit 3 Jahre. Der Rest Erfahrung und Fantasie. Lehrstoff gibt es da wenig bis gar nichts. Ich weiß, in einem Fachbuch, das ist gerade so ein kleiner Abschnitt. Die bayerische Lederhose ist eigentlich nichts anderes als ein modisches Kleidungsstück. Hier im Lederhosenwahnsinn warten 4000 Gebrauchtlederhosen auf neue Träger. Und die kommen zu einem großen Teil aus der ganzen Welt. Der Inhaber des Ladens verspricht eine Mordsgaudi. Ein echtes Bayern-Feeling. Ja, gebrauchte Lederhosen, die lebt. Wenn du eine neue anhast, da fällst du sofort auf. Und wenn du so eine alte Lederhosen anhast, dann bist einfach mittendrin und dabei. Da ist nicht so, dass die reißt und sagst, hoppla, hoppla, wie schaut denn die aus, sondern die Hosen, die schaut so aus, wie wenn du das immer schon gehabt hast, obwohl du das erst einen Tag vorher bei mir gekauft hast. Gell? Das ist halt das Schöne jetzt, muss ich sagen. Aber das ist natürlich, gehört natürlich auch dazu, gell? Up to date, muss man schon sein mit der Lederhosen. Hallo?